Hi Leute und herzlich willkommen zurück auf dem Crash Academy Channel. Wir haben den neuen SCB-Verse Report, sogar den letzten SCB-Verse Report für 2016, ne? Ja, und der verspricht so viel Gutes. Ja. Na gut, zumindest mit unserem Hot Topic können wir schon mal was Neues verkünden, was Schönes, was euch, glaube ich, alle freuen wird. Und zwar, die Alpha 2.6 ist jetzt im offenen PTU gelandet. Seit dem Holiday-Livestream, der am letzten Freitag war, können jetzt viel, viel mehr Leute zugreifen und seitdem wurden sogar die Testerwellen erweitert. Genau, die Welle war 1 bis 4, wir sind jetzt mittlerweile bei Patch L. Mhm. Ja, wenn wir jetzt hier auch durch sind, ne, und das Video online geht, kann es sogar sein, dass mittlerweile schon alles live ist. Ja. Also seid gespannt, guckt morgen rein und ja. Drückt die Daumen. Drückt die Daumen auf jeden Fall. Es heißt nämlich denn, im Schedule Report heißt es, dass der 22.12. immer noch der Aim-Date-Release-Termin für den Live-Patch dann ist. Wir wissen noch nicht genau, ob es passiert, aber wie gesagt, wenn das Video draußen ist, kann es sein, dass es euch schon alle beglückt, dieses wunderbare Spiel mit 2.6, aber wir wissen es, wie gesagt, noch nicht. Jetzt aktuell Patch L und wir haben nicht nur Welle 1 bis 4 draußen, sondern sogar die RSI-Subscriber sind genau. Auch schon dabei und testen ganz, ganz kräftig. Ne? Ja, also auf jeden Fall Feedback geben sowieso, ja. Ne? Ganz wichtig. Das ist tatsächlich einer der wichtigsten Punkte. Das will ich hier an der Stelle auch nochmal ganz explizit sagen. Momentan geht und dreht sich alles großteilig um das neue Flight Model, das neue Flugmodell, was mit 2.6 kommt. Mit jedem Patch, der jetzt hier wirklich Tag für Tag rausgehauen wird fürs PTU, ändert sich dieses Flight Model. Sie drehen da gerade an allen Regeln und schieben irgendwie an allen Werten herum. Und darum ist es wirklich uns ganz wichtig, dass wenn ihr PTU-Zugang habt, wenn ihr Feedback geben könnt, macht es auch. Lenkt es in eine Richtung. Genau, lenkt es in eine Richtung, die euch gefällt. Wir nämlich persönlich, kann man jetzt schon sagen, sind noch nicht richtig glücklich mit diesem Flugmodell. Wir geben wirklich an Feedback, was wir können. Konstruktives Feedback natürlich. Flamen bringt niemandem irgendwas. Aber versucht euch wirklich darauf zu konzentrieren, dass ihr das rausgebt, selbst wenn es nur zwei Sätze sind. Ja. Ja. Also, ja, das war unser Hot Topic. Dann würde ich sagen, gehen wir direkt in die Weekly Updates. Ja. Wir daten mal ab zurück auf den Freitag, den Holiday-Livestream. Ich gebe zu, ich habe ihn nicht live gesehen, was vielleicht auch gar nicht so schlecht war. Du hast nicht viel verpasst. Wobei ich überlegt habe, ob ich ihn mir jetzt nochmal anschaue, aber ich habe gehört, es gab ein paar chaotische... Stellen. Gut, die ganzen ersten anderthalb Stunden dieses Livestreams konnte man im Grunde genommen in die Tonne kloppen. Ich sag's mal so, wie es ist. Es war tatsächlich eine sehr chaotische Vorstellung. Wir hatten ganz krasse Audioprobleme. Es gab Probleme im Schnitt. Und im Grunde genommen, wenn man es positiv ausdrücken möchte, wie schon gesagt in unserem Video dazu, dann haben wir uns erinnert gefühlt an die alte Zeit. Genau, die gute alte Zeit. Nostalgie hat doch auch was Gutes. Ja, naja, nicht so richtig. Nicht es war tatsächlich keine große Freude. Es wurde dann gegen Ende besser und da gab es dann auch eins der schönsten Updates, nämlich zu den Venduul, zu der Venduul-Rasse. Das nehme ich jetzt schon mal vorweg, ja. Weil das tatsächlich mein Highlight war, die Schiffe da zu sehen, den Größenvergleich, auch die Concept-Arts von den Venduul-Kriegern selbst. Wir haben sogar einige Details in der Talkrunde dazu erfahren, fand ich sehr, sehr cool. Außerdem ist ein neuer Sale gestartet. Genau, ein neuer Sale ist gestartet, geht noch bis zum 26.12., also Montag Nacht ungefähr, ne? Abend, Nacht, könnt ihr damit rechnen. Genau. Drin sind alle Schiffe, die bei 2.6 dabei oder neu waren, plus die Miss Grazer. Und Special Packages. Ja, genau. Es gibt ein paar Spezialpakete. Zum Beispiel jeden Tag gibt es auch neue Einsteigerpakete zu vergünstigten Preisen oder eben bestimmte Flottenzusammenstellungen, die ihr direkt da holen könnt. Also von daher informiert euch einfach. Auf SCB ist natürlich auch der entsprechende Sale-Artikel direkt schon draußen. Ja, und dann war ein Teil des Holiday-Livestreams noch der sogenannte RSI Cup. Das war ganz lustig. Das fandst du ganz lustig, hast du doch zugegeben. Ja, genau, da haben die Jungs ein kleines Gegeneinander sozusagen ein kleines Battle gemacht. Mhm. Aus den USA gegen Team Europa oder eher gegen UK. Ein paar Deutsche waren auch dabei. Mhm. Genau, also das war ganz lustig noch im Livestream. Wie gesagt, schaut rein, mehr Infos gibt es dazu auf dem Video. Wiesen und ich haben das zusammengefasst, direkt danach, gleich im Anschluss, habt ihr auf jeden Fall nochmal die Highlights alle zusammengestellt. Ja, und das war es eigentlich schon zum Holiday-Livestream. Wir können übrigens nochmal sagen, letzte Woche gab es kein Around the Verse, kein Reverse the Verse, das alles ist jetzt vorbei für 2016, gibt es im neuen Jahr wieder. Deshalb gehen wir mal zu den Schiffen nochmal, und zwar zu den Sonderartikeln, die es gab. Der erste war die Drake Herald. Genau, die Drake Herald, da gab es einen Sonderartikel zu, also alles zu den Hintergrund.
Informationen zu dem neuen Schiff, technische Daten, alles, was man dazu wissen muss, auch alles auf SCB nachzulesen, wurde alles übersetzt, also könnt ihr euch super darüber informieren. Dann wurde auch noch ein Video dazu gemacht, das haben Weezen und Dozer gemacht, ne? Genau. Auch gleich in der Nacht übrigens, genau. Nach dem Holiday-Livestream, ist ein echtes First-Look-Let's-Play auf die Herald. Kann man nicht anders sagen. Auf die Herald und auf die Jungs. Genau. First-Last-Look. Genau. Allerdings. Und sie haben auch noch, ich springe mal gleich weiter, noch zu dem nächsten Sonderartikel oder zu dem nächsten Schiff auch noch ein Video gemacht, die beiden. Und zwar zur Drake Caterpillar. Mhm. Da, wie gesagt, auch die Hintergrundinfos und technischen Daten, alles auf SCB zu finden. Genau, das ist der zweite Sonderartikel, den ihr euch da angucken könnt. Auch das Caterpillar-Video ist wirklich ein reines First Look. Also im Hangar gucken sich die beiden das Schiff an, sind noch sehr, sehr enthusiastisch, sage ich mal, dabei, aber noch nicht wirklich geplant in dieses Schiff reingegangen. Das gucken wir uns natürlich dann nochmal im Laufe des 2.6er-Patches und der Live-Zeit nochmal richtig an in Ruhe. Aber wenn ihr schon mal einen ersten First Look haben wollt und so ein bisschen den Enthusiasmus von den beiden mitnehmen, dann guckt doch mal in dieses Video rein. Ansonsten gab es natürlich noch den zuvor schon erwähnten Miskraiser Concept Sale. Ja, die Miskraiser ist jetzt auch bis zum 26.12. auf jeden Fall erhältlich mit als Lifetime Insurance, als Concept Sale für 146,19 €. Dann tatsächlich als Schiff, was ihr auch mit Store Credits so kaufen könnt. Wenn ihr echtes Geld einsetzt, könnt ihr sogar ein bisschen günstiger dabei sein. Ja, und dieses Schiff, da ist eigentlich, ja, sagen wir mal, das Wichtigste, was man wissen muss oder warum sie das so gebaut haben. Sie wollen es nicht noch haben als Erkundungsschiff oder gewerbliche Frachter oder irgendwelche anderen, ja, tollen Assets, sag ich mal, sondern sie haben es eigentlich dafür ausgelegt, dass es für einen Murray Cup ist, also zum Rennen und Gas geben und... Ja. Spaß haben. So ist es, ja. Dafür ist es gedacht. Ich persönlich muss zu dem Schiff sagen, das sagen wir auch in dem Concept-Sale-Video entsprechend dazu, mir fehlt so ein bisschen das Misk-Flair an dem Schiff. Mhm. Ich erkenne den Hersteller nicht so richtig wieder. Nee, nicht so richtig irgendwie. Aber gut, anyway, Misk hat sich da anscheinend entschieden, mal wirklich direkt in die Konkurrenz zu gehen, mit Origin zum Beispiel, und darum dieses Schiff so zu entwerfen. Ich finde, es sieht nach wie vor aus wie ein Formel-1-Wagen ohne Räder, aber guckt das euch kann das ja an. Kommen. Es ist ja ein Concept-Sale. Ja, vielleicht kommen dann noch so kleine Details so. Genau, richtig. Wichtig ist, was wir zumindest jetzt schon wissen, es hat keinen Frachtraum. Also von daher, dafür braucht ihr das Schiff. Rennwagen brauchst du das nicht. So ist es. Genau. Müssen da transportieren. Ja, das war also der Concept Sale dazu. Schaut es euch an, wenn es euch auf jeden Fall interessiert. Und da haben wir, wie gesagt, auch noch das Video zugemacht. Und dann kommen wir zum kleinen Special, was wir jetzt für euch haben. Ein kleines Weihnachtsgeschenk. Yeah! Da hat der Sawyer sich nämlich ganz nett dran gesetzt und hat für euch was zusammengestellt auf der Soundcloud. Und zwar von Orbital Supermax, das Hörbuch, was ich für euch eingesprochen habe. Hat er zusammengelegt. Ne? Also ihr könnt es euch einzeln runterladen, die einzelnen Episoden. Oder stundenlang genau, hören. Genau. Offline oder... Genau, oder online, oder ihr könnt euch das Gesamte runterladen. Genau. Das heißt, ihr habt zwei Möglichkeiten. Einmal, wenn ihr auf das Profil geht, könnt ihr die Playlist einfach nacheinander anhören, da ist jede Episode einzeln drin. Oder eben das Ganze als Gesamtwerk. Da kann ich aber nur sagen, Vorsicht, das wird relativ lang und relativ groß auch vom Dateiumfang. Macht überhaupt nichts, wir sind das gewohnt, die großen Datenmengen. Das stimmt. Also ladet es euch runter und viel Spaß in den Feiertagen damit. Ja, genau. Und nicht vergessen natürlich, das Profil ist ganz nagelneu bei uns von Soundcloud. Da findet ihr auch die Soundtracks übrigens drauf und wir haben auch noch ein paar Artists gefeatured, die zum Beispiel für unsere Videos Hintergrundmusik bereitstellen. Von daher geht darauf, liked es und guckt euch ein bisschen um und hinterlasst ein paar nette Kommentare. Das würde uns wahnsinnig freuen. Genau. Ja. Wir wollen ja da an der Stelle auch noch so ein bisschen weiter rum experimentieren. Also wenn ihr Ideen habt, einfach kommentieren und uns Feedback geben. Genau. Ja, so ist es. Ja, und damit kommen wir auch zu den Videos, ne? Ja, Videos, genau. Ach ja, Hoppleit, du warst ganz hopp. Da warst du wieder fleißig. Genau. Also Sawyer hat ein kleines Video, ein kleines Let's Play gemacht für euch von der Hoppleit und der Origin 85X. Genau, die beiden gucke ich mir im Freeflight-Modus an, gucke sie wirklich einfach nur mal an, um zu sehen, wie unterscheidet sich jetzt die Hoppleit von der Warden zum Beispiel, was sind die wirklichen Veränderungen und was ist so der erste Eindruck von der Origin 85X. Fand einen der Kommentare von euch dazu, war sehr, sehr schön. Die 85X wurde als der fliegende Schuhlöffel bezeichnet. Fand ich ganz großartig. Ja, weil diese Form so ist, dass sie vorne halt sehr breit ist und flach und dann sehr eben wirklich dünner wird. Süß. Ja, von daher cool. Guckt es euch mal an. Guckt doch mal, vielleicht findet ihr auch noch mal den ein oder anderen netten Spruch dazu. Übrigens zur Miskraiser habe ich gesagt, das ist für mich der rasende Ameisenbär, weil die halt so rüsselmäßig aussieht. Aber gut, wir haben schöne Begriffe dafür. Wir machen mal, genau, das könnte unsere Interaction
Action werden. Ja, stimmt, genau. Was kennt ihr da? Welche Begriffe sind am passendsten? War aber noch nicht das letzte Video, was es gab. Wir haben natürlich auch Starmarine gecovert. Und das erste war dabei natürlich der Dozer. Der Dozer hat sich von seiner besten Seite gezeigt, ist ja klar. Total relaxed. Ja. Hat er Last Stand gespielt und ja, also ein bisschen hat auch rumgeballert. Auf jeden Fall ordentlich rumgeballert. Hat so ein bisschen die Action-Last in Starmarine da gezeigt, so ein bisschen wie Starmarine sich jetzt aktuell spielt. Es ist fast-paced, es ist run-and-gun, das ist ganz klar. Und wir hoffen natürlich auch, dass die taktischen Elemente noch ein bisschen später mit reinkommen. Bisschen mehr von der Taktik sieht man dann im zweiten Let's Play. Das ist nämlich der andere Spielmodus, Elimination. Den habe ich dann gecovert. Ich habe so gesagt, ich gehe auf die Jagd, okay, weil da ist einer gegen alle. Genau, und in der Ruhe liegt die Kraft. Das ist immer Sawyers Steckenpferd, so der Gegensatz zu Dozer. Ja. Und er hat sich Zeit gelassen und hat mal alle gegen einen gespielt und alle mal ausgemerzt. Nicht so ganz. Ich bin nicht so wirklich der perfekte Shooter-Spieler, aber zumindest kriegt ihr einen Eindruck und ich versuche so viel zerstört wie möglich zu kommentieren. Zerstört doch nicht die Illusion. Ja, schaut es euch einfach an. Bitte und habt ja, Spaß dabei. Ach komm. Ja, egal. Naja, komm. Ja, das sind auf jeden Fall die Videos dann zu Starmarine. Alle beide könnt ihr euch anschauen. Wir werden uns dann natürlich nochmal weiter darauf fokussieren, gerade wenn der Patch live ist. Wenn es einfacher ist, mit anderen Leuten zusammen in die gleiche Lobby zu kommen. Momentan ist das noch so ein bisschen Glücksspiel im PTU. Werden wir natürlich auch noch mehr Let's Plays dazu machen und wir freuen uns schon darauf, so gerade zwischen den Feiertagen vielleicht das ein oder andere noch für euch aufzunehmen. Ja, im Grunde genommen habe ich damit schon das letzte Stichwort irgendwie gesagt, nämlich Feiertage, ne? Feiertage, yeah! Ja. Schön, besinnlich, mit Familie, Freunden, vielleicht einem leckeren Essen, da freue ich mich besonders drauf. Das wird großartig. Ja. Auf jeden Fall wünschen wir euch da draußen vom ganzen Crash Academy Team ganz, ganz fröhliche, besinnliche und angenehme Weihnachten und vor allem natürlich auch dann einen guten Start, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wir hören uns dann an der Stelle auch wieder, nämlich wir werden in der Woche ab 9. Januar wieder die Produktion aufnehmen für die News-Formate hier, für den SCB-Verse Report. Du kommst noch ein bisschen später dazu, ich komme ein bisschen später dazu. Ich mache noch ein bisschen länger Feiertage. Machst du ein bisschen länger Feiertage, ist auch schön. Muss auch mal sein. Genau, absolut. Also von daher, ja, genießt die Zeit, kommt gut ins neue Jahr rein und wir freuen uns sehr, euch dann hier auf dem Channel wieder begrüßen zu dürfen. In dem Sinne, abonniert den Channel natürlich, wenn ihr bei Star Citizen up-to-date bleiben wollt. Liked oder disliked die Episode, je nachdem, wie sie euch gefallen hat. Schreibt uns tausende von schönen, netten Kommentaren und natürlich lieben Weihnachtswünschen. Und wenn ihr uns als YouTube-Creator unterstützen wollt für unsere Arbeit bei Star Citizen, dann geht doch mal auf unser Patreon-Profil. Würde uns sehr, sehr freuen. Ja, in dem Sinne, das war's. Sagen, das Jahr ist vorbei. Das Jahr ist geschafft. Das ging schnell und ja, sehr ereignisreich. Wir sehen uns im nächsten Jahr und deswegen sagen Sawyer und Cecilia, See you on the flight deck! Frohe Weihnachten!